Warum klappt es nicht? Ein etwas vollmundiger Titel. Einer jeden Enttäuschung geht eine Erwartung voraus. Geht gar nicht anders. Wenn ihr jetzt ernsthaft erwartet, dass ich euch sage, welche Schwierigkeiten ihr habt und warum und was ihr dagegen machen könnt, dann müsst ihr heute Abend enttäuscht werden. Also das kann ich nicht. Es gibt so viele Schwierigkeiten, wie es Praktizierende gibt. Wenn jemand einen persönlichen Begleiter hat, ein Lehrer, Nonne, Mönch, was auch immer, der mag da vielleicht besser beraten. Ich kann jetzt nur ein paar allgemeine Sachen sagen. Eins grundlegendes Problem ist ja oft, dass, was hat Margit mal gesagt, dass viele Leute das Dhamma gar nicht praktizieren können, also psychisch gar nicht dazu in der Lage sind. Weil ich auch mit Dieter mal geredet habe, wegen Thich Nhat Hanh, wo ich sage, ich vermisse da ein bisschen das Dhamma. Und dann hat der Dieter gemeint, ja, Thich Nhat Hanh macht mehr Heilung. Und dann dachte ich, das ist ja einleuchtend auch. Weil die, gerade so, die Tibeter oder sowas, haben dann am Anfang ganz irritiert festgestellt, dass die Westler alle so ein bisschen unglaubliche Probleme mit ihrem Ego haben. Riesige, was weiß ich, Schuldgefühle, Minderwertigkeitskomplexe in unserer Leistungsgesellschaft und oder auch ein völlig egozentrisches, überhebliches Ego oder sowas. Also man müsste erst einmal das Ego in eine Lage bringen, das Selbst, dass es überhaupt mal sich mit dem Dhamma auseinandersetzen kann. Dann sind wir bei der nächsten Schwierigkeit. Das Ego, das Selbst, ist eigentlich Kanda Upadana, das ist ja Dukkha und das ist das Problem, das es zu lösen gilt. Jetzt soll ich dann mein Ego erst herrichten, damit danach wieder wegrichten kann oder was? Also das macht auch einigen Leuten Schwierigkeiten. Was ist jetzt mit dem Selbst? Brauche ich jetzt ein gesundes Selbstbewusstsein, damit ich mein Selbst abschaffen kann oder nicht selbst und seid ihr selbst eine Insel? Also das ist durchaus ein schwieriges Thema und ich sortiere gerade Material in der Hoffnung, dass ich im Sommer da vielleicht mal was dazu sagen kann. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, dass manche Leute zwar viel Theorie haben, aber eigentlich keine Ahnung, wo sie auf der Dhamma-Landkarte eigentlich selber sind. Das heißt, sie praktizieren wildlos mit irgendwelchen Methoden, die ihnen irgendjemand mal gesagt hat, wissen aber gar nicht, ob die Methode für sie eigentlich geeignet ist. Also man muss schon mal vielleicht erstmal seinen eigenen Geist kennenlernen. Was macht er die ganze Zeit? Was kann er nicht? Was macht er gern? Welche Methode ist überhaupt geeignet? Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber da müsste man mal einen Übungstag machen. Und das ist aber heute Abend kein Übungsabend, sondern es ist BGM, damals Studiengruppe. Und deswegen werde ich natürlich heute Abend in erster Linie Theorie machen. Und auch da gibt es gewisse Schwierigkeiten vielleicht. Jemand, der es da mal nicht kennt, der kann damit auch keine Probleme haben. Logisch, ne? Also so irgendwelche Blümchen-Wellness-Buddhisten, denen es wirklich nur darum geht, dass es ihnen gut geht, weil die Dukkha mit Dukkha-Vedana verwechseln. Und wenn es mir schlecht geht, ist Dukkha. Wenn es mir gut geht, ist kein Dukkha. Die sind zufrieden, wenn sie ein bisschen verhätschelt wären, wenn sie ruhiger wären, runterkommen. Und wenn sie nach dem Retreat gut geht, dann reicht denen das. Denen fehlt kein Dhamma. Dann können sie auch keine Schwierigkeiten damit haben. Problematisch ist eigentlich eher, wenn man Ahnung hat, ein gewisses Quantum an rechter Ansicht, aber dann irgendwann ein bisschen abgebogen ist. Das heißt, eine kleine Abweichung am Anfang, gutes Fundament, aber im Laufe der Jahre kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, irgendwie, ich weiß nicht, mache ich irgendwas grundsätzlich verkehrt oder was? Und das ist eigentlich das, was ich heute Abend vorhabe, mal wieder da mal Basisarbeit zu machen. Also mal das Fundament mal abklappern. Mal mit euch in den Keller gehen und gucken, ob wir da irgendwo ein gemeinsames Fundament haben. Nochmal, ich fange jetzt den Vortrag an mit einem Zitat aus einer Lehrrede. Die reiße ich mal aus dem Zusammenhang. Das wird ja gern mal gemacht, mache ich auch. Diese Aussage steht an mehreren Stellen in den Lehrreden. Ich habe es aus der M66, die ist in der BGM ziemlich bekannt. Ich lese es einfach mal ganz kurz vor. Das Glück und die Freude, die in Abhängigkeit von diesen fünf strengen sinnlichen Vergnügens entsteht, nennt man das Glück der Sinnesvergnügen. Ein schmutziges Glück, ein gewöhnliches Glück, ein unedles Glück. Es gibt auch Übersetzungen, wo von einem kotigen Glück die Rede ist. Von dieser Art von Glück sage ich, man sollte es nicht pflegen, man sollte es nicht entfalten,
man sollte es nicht üben, man sollte es fürchten. So, eine solche Aussage ist ein gefundenes Fressen für all die, die Vorurteile haben, die sagen, boah, so sind's die Buddhisten. Vollkommen spaßfrei, also total lebensfeindlich. Sinnliches Glück, Glück aus Sinnesvergnügen, das ist schmutzig, das ist dreckig, das ist kotig. Ja, aber dann sitzen sie umeinander und stellen sich vor, wie ihr Körper verfault und verwest. Ja, für Teufel. Geschenkt, ja. Also man kann aber so eine Aussage auch mit Verstand lesen. Also zumindest theoretisch ist es möglich. Und dann wird man feststellen, dass weder hier noch sonst irgendwo in den Sutten der Buddha irgendwo sagt, dass sinnliches Vergnügen kein Vergnügen ist oder sinnliches Glück kein Glück oder angenehmes Gefühl kein angenehmes Gefühl ist, sondern es steht ja hier ausdrücklich, dass sinnliches Vergnügen und dann steht ein Glück des Sinnesvergnügens. Es ist Glück. Daher der Name. Nur dieses Glück hat einen Makel. Es ist nicht ganz sauber. Es ist befleckt, besudelt, schmutzig, kotig. Mal sagen wir es auf gut Deutsch, es ist ein beschissenes Glück. Und worin liegt der Beschiss? Es taugt nichts, es hält nicht. Es ist das Glück der Junkies. Wenn sich jemand Schuss setzt, dann ist er im siebten Himmel, aber sobald die Wirkung nachlässt, braucht er halt Nachschub. Und das ist bei Sinnesglück immer der Fall, es hält nicht. Nach dem Sex ist vor dem Sex, nach dem Essen ist vor dem Essen, nach dem Konzert ist vor dem nächsten Konzert, nach dem Urlaub ist vor dem nächsten Urlaub. Immer noch ein, noch ein, noch ein. Noch einmal, ein letztes Mal, ein allerletztes Mal, ein allerletztes Mal. Gut, aber das brauche ich auch nicht erzählen, ich setze BGM, alles Profis, deswegen wisst ihr auch, wie es weitergeht. Da tritt ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist und verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Und dann zweite Jhana, dritte und so weiter. Ist ja nichts Neues für uns. Am Bahnsteig die Durchsage, die S-Bahn verzögert sich, 20 Minuten oder was. Der Putu-Jhana jammert, heult, schlägt sich vor die Brust oder greift sich in die Brusttasche, holt sein Smartphone, muss sich verstöpseln, muss sich wieder irgendwas geben, weil das nicht erträgt. Und was macht unser eins? Wir suchen uns 3 Meter Bahnsteig, gehen ruhig auf und ab und verbringen die Wartezeit im ersten Jhana. Oder gibt's was Schöneres, als einen verregneten Sonntagnachmittag im Gebiet der Raumunendlichkeit zu verbringen? Ja? Ja, was? Wie macht ihr das nicht? In der Bewusstseinsunendlichkeit ist vielleicht mal das. Ja, eben. Und alle anderen machen das nicht, oder was? Ach, bin ich schwach, Leute. Also ich mache das schon. Auch nicht. Warum machen wir es denn nicht? Dann sagen wir doch, wie es ist. Es fehlt an der Sammlung, oder? Es fehlt an der Sammlung. Das ging ja gar nicht. Du musst am Bahnsteig, wenn du bist. Du musst aufpassen, wann der Zug kommt. Und nicht in irgendeinen China verbringen, wo du dann nicht mehr mitkriegst, wann der Zug kommt. Das ist unpraktisch. Wenn du meinst, Heinz, vielleicht du machst es, was unpraktisch ist, und die anderen machen es, weil ihnen die Sammlung fehlt. Ja, es ist doch unpraktisch. Deswegen hast du keinen Channel. Ich habe keinen gehabt, das war am Schulhof alles. Auf jeden Fall gibt es halt Leute, die tatsächlich ein Problem haben und sagen wir es, wie es ist, eine rechte Sammlung, eine ordentliche Sammlung ist halt mal die Voraussetzung für Freude und Glückseligkeit. Stimmt's oder habe ich recht? Da wird genickt, einige nicken. Erstaunlicherweise auch die, die es besser wissen müssten, weil es ist scheinbar im Dhamma genauso wie in der Politik, wenn man den Unsinn lang genug wiederholt, wird er geglaubt. Und wenn man die Wahrheit lang genug ignoriert, wird sie vergessen. Und deswegen werfe ich jetzt für euch einen Blick in die Lehrreden und schauen wir mal, was der Buddha zu dem Bären sagt, den ich euch da gerade aufgebunden habe. Es gibt da eine sehr interessante Lehrrede,
Die hat vor einem Vierteljahr schon die Martina vorgestellt. Und ich rede heute Abend nicht deshalb über sie, weil ich das besser kann, sondern weil ich der Ansicht bin, dass diese Lehrrede verdient, öfter mal erwähnt zu werden. Und ich möchte sie halt einfach nur aus einem anderen Blickwinkel mal darstellen. Weil ich denke, je mehr Blickwinkel man hat von irgendeiner Sache, umso mehr kann man sich halt ein Bild davon machen. Ich werde die Lehrrede nicht vorlesen, weil Ausschnitte finde ich ja ganz okay, aber ganze Lehrreden vorlesen, die etwas länger sind, finde ich unendlich ermüdend. Sondern ich werde sie mit meinen Worten darstellen und ihr seid so gut und lest danach selber. Und dann könnt ihr ja beurteilen, ob das jetzt ein rechter Schmarrn war oder ob das Hand und Fuß hatte. Es geht um die Samyutta Nikaya 12.23, also die 23. Lehrrede aus der 12. Samyutta. Und das ist die Nidana Samyutta. Das ist die Nidana-Reihe und Nidana heißt ja Quelle, Ursprung, Herkunft. Also Quelle, Ursprung, Herkunft von Dukkha. Dukkha und die Auflösung von Dukkha ist es, um was es geht, um was anders geht es nie im Dhamma. Nidana-Reihe heißt, dass die meisten der Lehrreden da drin sich mit Paticca-Samuppada befassen. Ein leidiges Thema, ich mag eigentlich gar nicht so gern drüber reden, obwohl ich schon mal den ganzen Abend drüber geredet habe, aber ich finde es trotzdem nicht so toll, ich befasse mich auch nicht so gern damit. Aber man kommt nicht drum rum. In der M28 steht ja auch, wer das Dhamma sieht, sieht Paticca-Samuppada, wer Paticca-Samuppada sieht, sieht das Dhamma. Also, schauen wir uns mal kurz an. Paticca-Samuppada wird gerne übersetzt mit bedingtes Entstehen. Ist ein bisschen schlampig, weil es heißt eigentlich bedingtes oder abhängiges Zusammenentstehen. Paticca-Samuppada. Also wenn man es korrekt übersetzen würde, wären schon mal ein paar lustige Theorien vom Tisch. Aber gut, schauen wir uns an im Schnelldurchgang auf Pali. Hoffentlich kriege ich es zusammen. Paviccha, Pachaya, Sankara. Sankara, Pachaya, Vijnana, Vijnana, Pachaya, Namarupa. Dann kommt Sanayatana, Vasa, Vedana, Tanha, Upadana, Bhava, Jati, Charamarana und Dukkha. Hä? Gut. Toll. Hilft uns das? Na, weil wenn man nicht fließend Pali kann, ist es Bahnhof. Was war das am Anfang? Litschi, Papaya, Ananas? Also... Nein, also Avicca, Pachaya, Sankara, das nützt uns nichts. Also normal in der üblichen Übersetzung, die meistens angeboten wird. Unwissenheit bedingt Gestaltungen, Gestaltung, Bewusstsein, Bewusstsein, Name und Form. Dann kommt das sechsfache Sinnesgebiet, Kontakt, Gefühl, Durst, Begehren, Anhaftung, Werden, Geburt und als letztes Alter, Krankheit, Tod. Und die ganze Leidensmasse. Schön. Eigentlich müssten wir jetzt die nächsten 12 Wochen nichts anderes machen, als diese Begriffe durchkauen. Naja, genau genommen müssen wir die nächsten 12 Monate nichts anderes machen, als diese Begriffe genau erklären, was die in dem Zusammenhang bedeuten. Und dann, wenn wir so schlau wie jetzt, weil das alles wurde schon x-mal gemacht, es gibt unzählige Vorträge, Hefte, Bücher darüber, und das ganze Abhidhamma quillt über mit Kommentaren zu Paticca-Samuppada. Da lässt sich trefflich streiten. Ich bin aber kein Buddhologe. Ich bin kein Philosoph oder Religionswissenschaftler. Ich bin ja nicht einmal Buddhist. Wenn ihr mich in irgendeine Schublade stecken wollt, dann könnt ihr mich vielleicht als Dhamma-Praktiker bezeichnen. Und als Praktiker brauche ich natürlich eine Theorie, sonst ist er nur rumgepfuschelt. Aber ich brauche halt so viel Theorie, dass ich sie mal in die Praxis umsetzen kann. Und wenn ich dann nicht mehr weiterkomme, dann brauche ich natürlich ein bisschen Theorie. Und das versuche ich dann zu verstehen. Praxis und Theorie. Und das sind so meine beiden Beine, mit denen ich versuche, diesen Pfad zu gehen, den der Buddha aufgezeigt hat. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch meine Ansicht von Paticca-Samuppada in der Hoffnung, dass es euch was nützt. Wie gesagt, ihr seid dafür verantwortlich, selber drüber nachzudenken. Ich habe es schon mal dabei gehabt. Ich habe es heute wieder dabei. Paticca-Samuppada. Eine Kette mit 12 Gliedern, wo halt ein zentrales Ausgangsglied, Avicca, bedingt, dass hier eins hängen kann, das nächste und so weiter und so fort. Und
Am schönsten ist es für mich, wenn der Buddha die Kette rückwärts erklärt. Alter, Krankheit, Tod und die ganze Leidensmasse kann halt nur sein, weil es Geburt gibt. Und Geburt kann halt nur sein, weil es Werden gibt. Und so kann man rückwärts wieder bis zur Avidya zurückgehen. Also es ist eine Kausalkette. Es gibt einen Zusammenhang, im wahrsten Sinne des Wortes kann man sehen, wie die voneinander abhängen. Wenn dieses Ding nicht da ist, kann das nicht hängen. Und vorwärts und rückwärts. Und ich finde das Bild sehr anschaulich, weil es einfach, auch wenn ich es beschreiben muss und Zeit dafür brauche, ist es keine zeitliche Kette. Alle Glieder sind gleichzeitig da. Und beim Vortrag von der Martina habe ich das so erwähnt, dass es so eine Kette ist. Und sie fand das Bild auch ganz schön. Ich finde es auch ganz prima. Nur auf dem Nachhauseweg haben wir gedacht, irgendwas stört mich noch, irgendwas fehlt. Und es ist tatsächlich diese Sache mit der Zeitlichkeit. Das letzte Glied. Alter, Krankheit, Tod. Dukkha, unser ganzes Leben, unser Lebenserleben ist ja zeitlich. Und die Vorschaltlehren vom Buddha sagen ja auch, Kama, Vipaka, es gibt eine jenseitige Welt, die kausal zusammenhängt. Also eine Zukunft. Und dann erinnert er sich an frühere Leben. Das heißt, es ist jetzt nicht Zufall, dass wir jetzt gerade hier so sind, sondern es hat eine Vorgeschichte. Also es gibt eine Vergangenheit, es gibt eine Zukunft, es gibt die Gegenwart. Und ich kann zumindest ansatzweise verstehen, dass irgendwelche Leute dann versucht haben, da irgendwie zu sagen, das könnte doch die Vergangenheit sein und dann haben wir hier die Gegenwart und der Teil ist dann vielleicht die Zukunft. Das Problem ist nur, erstens ist es himmelschreiend unlogisch und zweitens finde ich nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür in den Lehrreden. Paticca-Samuppada beschreibt das abhängige Zusammenentstehen von Dukkha und beschreibt nicht Wiedergeburt. Wie soll ich jetzt da die Zeitlichkeit reinkriegen, habe ich mir gedacht, dass ich das am Montagabend euch mal zeigen kann, ohne dass ich jetzt diese Kette vergewaltigen muss. Und es ist gar nicht so schwer. Ich zeige euch jetzt Paticca-Samuppada in Aktion. Schauen wir mal, es klappt. Jetzt geht's rund. Das ist der samsarische Kreislauf. Werden, Vergehen, Geburt und Tod, rauf und runter, Gewinn, Verlust, Freude und Leid. Ständig werden wir außen rum geschleudert, ständig geht's rauf und runter, von Augenblick zu Augenblick, von Tag zu Tag, von Lebensphase zu Lebensphase und von Lebensform zu Lebensform. Und immer dreht sich alles um Avidya, und immer sind alle 12 Glieder gleichzeitig in Aktion. Nur halt sehr dynamisch. Wahrnehmung verändert sich, Begehren verändert sich. Und so sehe ich halt Paticca-Samuppada. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt irgendwie anschaulich ist, nützlich, ob ihr euch was darunter vorstellen könnt, ob ihr da lieber andere Theorien bevorzugt. Aber für mich ist das Ganze eine Idee, mit der ich leben kann. Man sagt, ah ja, wir haben immer diese 12 Glieder und ständig geht's rund. Und ja, aber ganz egal, wie anschaulich oder praktisch ihr diese Idee jetzt findet, das Problem ist, wie machen wir Schluss damit? Ich meine, es mag ja ganz schön sein, es so zu erklären, aber wie komme ich da raus aus dieser ganzen Miserie? Und jetzt könnte da eine, was soll man sagen, sehr schlichte Person auf die Idee kommen und sagen, aber der Buddha hat doch gesagt, von Avidya geht's los, der Reihe nach bis Dukkha und rückwärts löst man es halt dann auf. Das wäre erstens ein Zeichen dafür, dass man dann nicht verstanden hat, dass es nicht zeitlich ist, sondern hätten wir ja wieder eine zeitliche Abfolge. Und zweitens ist es ein ziemlicher Schmarrn, weil es ist ja wohl einleuchtend, wenn ich das letzte Glied, Alter, Krankheit, Tod und die ganze Leidensmasse, kurz gesagt Dukkha, einfach wegschnippen könnte. Was würde mich denn dann der Rest noch interessieren? Warum müsste ich mich dann mit Namarupa und Sankara oder irgendwas auseinandersetzen, wenn ich Dukkha einfach abschaffen kann? Also es ist klar, so geht's nicht. Was natürlich den Puttochana nicht davon abhält, es ständig zu versuchen. Also mit irgendwelchen Methoden Alter, Krankheit, Tod zu überwinden. Also es gibt Frauen mit Hochschulabschluss, die Anti-Aging-Produkte benutzen. Und welchen Schwachsinn Männer alles so machen, um mit Dukkha zurechtzukommen, brauchen wir auch nicht aufzählen. Also, das geht nicht. Wir können nicht das Resultat, das Symptom am Ende bekämpfen. Wir müssen die Ursache bekämpfen.
Und an Avicca kommen wir nicht ran. Da ist die Fliehkraft viel zu groß, da werden wir so sehr rumgeschleudert. Und der Buddha hatte auch nirgends gesagt, dass wir Avicca abschaffen sollen. Sondern es geht ja um Dukkha und die Auflösung von Dukkha. Das sind ja die vier edlen Wahrheiten. Dukkha, was ist es? Was sind die Ursachen? Und dass es auflösbar ist? Und wie der Weg zum Auflösen geht? Und es gibt tatsächlich in dieser Kette eine Schwachstelle. Und diese Schwachstelle ist zwischen Vedana und Tanha. Das heißt, wir haben Gefühl und danach dieses Begehren, Durst. Und man könnte sagen, wir haben einen Sinnesreiz. Also ist in anderen Lehrreden wird ja beschrieben. Wahrnehmung, Gefühl, Bewusstsein kommen immer zusammen. Gleichzeitig, das ist ein Paket, ein Sinnesreiz. Wir erleben was, ein Sinnesreiz. Wir sind uns dessen bewusst und haben immer ein Gefühl dabei. Und auf dieses Gefühl reagieren wir dann. Reiz-Reaktionsschema. Und wenn ich den Viktor Frankl nochmal zitieren darf, die Freiheit liegt zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt, wir müssen da irgendwie reinkommen. Mit unserem Werkzeug der Achtsamkeit. Dieses Werkzeug, geschmiedet aus reinem Sila, mit der Schärfe von Panya und der Kraft von Samadhi. Zack. Na, wie klingt das? Ich finde, es klingt wie so eine bescheuerte Werbung aus dem Baumarkt. Heute im Angebot, Buddhas Bolzenschneider für 29,90, den Dammerhammer gibt es gratis dazu. Also, so einfach funktioniert es nicht. Prinzipiell ja, aber so, jetzt muss ich mich da irgendwie reindingsen. So geht es nicht. Und der Buddha beschreibt in dieser 12,23 genau den Weg, wie wir diese Schwachstelle immer mehr schwächen und am Ende aufbrechen können. Und um diesen Weg zu verstehen, müssen wir uns die Schwachstelle noch mal ein bisschen genauer anschauen. Es geht um Dukkha, die Auflösung von Dukkha, das heißt, wir müssen die Ursachen bekämpfen. Und was ist die Ursache von Dukkha? Naja, das sollte eigentlich bekannt sein. Tanha. Oder es gibt auch die andere Darstellung, Gier, Herzverbrennung, Lopha. Also das ist Lopha, Tanha, also diese Wollen oder Nicht-Wollen, also diese Reaktion auf den Reiz. Das ist bekannt, das wissen wir. Also können wir daran. Und ich möchte einen anderen Begriff noch vorschlagen, der bei den Ursachen auch gern genannt wird, statt Tanha und Lopha. Kommt er vielleicht auch drauf? Kennt ihr den? Mit Sicherheit kennt ihr den. Der wird auch sehr oft genannt. Raga. Sieht man das? Ja, wenn du das so siehst. Ich versuche das halt darzustellen. Wenn du das nur als Amüsement siehst, kann ich dir nicht helfen. Raga wird manchmal mit Lust übersetzt, ist aber fragwürdig, weil Raga heißt eigentlich Rötung, Reizung. Und das kennen wir eigentlich alle auf körperlicher Ebene auf jeden Fall. Ein Insekt sticht uns, Rötung, Reizung. Zu viel Sonne, Sonnenbrand, Rötung, Reizung. Schwimmen im Chlorwasser ohne Brille, Rötung, Reizung. Polizei hat Reizgas eingesetzt, Rötung, Reizung. Das ist bekannt, auch im geistigen Sinn, wenn man gereizt ist, kommt man so einen roten Kopf auf. Das ist, wenn man sagt, Sie sind jetzt seit 30 Jahren verheiratet, was reizt Sie denn noch an Ihrem Mann? Jedes Wort! Also, das kennen wir aber. Auch auf so Sprühflaschen drauf gibt es da so einen Hinweis, Vorsicht, reizend, nicht Schleimhautkontakt vermeiden. Aber gerade das Wort Reiz und Reizung und reizend hat ja im Deutschen diese wunderbare Doppelbedeutung. Weil reizend kann ja auch positiv sein. Oh, du hast mir Blümchen mitgebracht, wie reizend. Oder, ach, da waren wir abseits der Touristenströme nur ein paar Kilometer weg, ein ganz reizendes Hotel. Oder Reizwäsche. Ist die erotische Verpackung des Fleischkörpers. Kann aber auch die handgestrickte Unterwäsche aus Schurwolle sein. Das ist diese Reizwäsche. Ne? Also Reizung ist eindeutig Doppeldeutung. Wir haben Reiz, Reaktion, positiv oder negativ. Und das Ziel muss dann logischerweise sein, eben nicht mehr wie eine Marionette auf jeden Reiz zu reagieren, sondern von der Raga wegzukommen nach Viraga. Und genau das ist in diesem Weg, den der Buddha da beschreibt,
Da ist die abhängige Entstehen von Dukkha und anschließend beschreibt er die abhängige Befreiung. Und die abhängige Befreiung geht nicht rückwärts durch die Kette, sondern dieses Rückwärts ist ja nur dazu da, um diesen kausalen Zusammenhang klar zu machen. Aber die Befreiung geht los mit dem letzten Glied, es geht um Dukkha. Dukkha ist die Ausgangssituation und das sollte man nie vergessen in seiner Praxis, weil wenn man es vergisst, macht man alles Mögliche und keine Dhamma-Praxis mehr. Und der erste Schritt in die Freiheit ist in der von mir jetzt vorgestellten Sutta Vertrauen, Sada. Es gibt aber noch einen in der D34, genau den gleichen Weg in die Freiheit, nur das erste Glied ändert sich, das ist nicht Sada, sondern Yoniso Manasikara, also weises Reflektieren. Wir haben Vertrauen oder weises Reflektieren. Und das deckt sich auch, wenn wir uns die Edlen anschauen. Der erste Edle ist der Sotapanna. Und auf dem Weg zum Sotapanna gibt es die Anusaris. Und da gibt es den Sat-Anusari und den Dam-Anusari. Der eine, der das Vertrauen den Weg in die Freiheit findet, und der andere über die Lehre, über das Reflektieren und Verständnis. Wobei ich der Ansicht bin, dass das Hand in Hand geht. Und die Frage ist nur, wer welchen Schwerpunkt hat. Also der eine hat halt mal mehr Vertrauen und der andere geht halt mehr über Nachdenken, Reflektieren und Verständnis. Wir brauchen aber beides, weil wenn ich nur Vertrauen habe, ohne jedes Verständnis, dann wird irgendwann Vertrauensseligkeit draus und ich glaube halt, dass irgendwie das ist schon alles gut und prima, aber was soll da rumkommen? Umgekehrt, wenn ich jetzt nur so rein kopflastig rangehe, dann mag ich das vielleicht gut finden und logisch, aber wenn ich kein Vertrauen habe, das umzusetzen, dann ist es halt eine schöne Philosophie. Ich denke mal, es ist halt die Frage, wie da der Schwerpunkt ist. Für heute Abend bleibt man mal bei Sada, weil das ist sehr schön nachvollziehbar. Man hat ein Vertrauen in die Lehre. Das heißt, Dukkha wird erkannt, durchschaut und es ist auflösbar und es ist machbar und es ist für uns machbar in diesem Leben. Okay. Und wenn genug Vertrauen vorhanden ist, ist die Bedingung gegeben für Pamoccha. Sada führt zu Pamoccha. Pamoccha wird manchmal mit Freude übersetzt. Das ist in meiner Beobachtung, Erfahrung nach übertrieben. Ich würde es mit Wohlbefinden und Wohlsein übersetzen, wie das auch in dem Buch da gern gemacht wird. Und da muss man auch jetzt nicht lang Dhamma studiert haben und meditiert und sonst irgendwas. Das kann jeder im Alltag sehr gut nachvollziehen. Wann fühlen wir uns wohl? Wenn wir Vertrauen haben in die Umgebung, in die Leute, die um uns herum sind und in die Dinge, die wir benutzen. Oder umgekehrt, wie wohl kann ich mich fühlen, wenn ich eben kein Vertrauen habe in die Dinge um mich herum und die Leute in die Situation? Zur Veranschaulichung. Die Margit ist öfter schon in die Schweiz gefahren, ins Kloster, hat dann einen Fernbus von der Bahn benutzt. Da kommt ein gewarteter, geprüfter Bus. Ein Logo von der Bahn, da kommt ein Fahrer, der einen Tarifvertrag hat, der regelmäßige Untersuchungen hat, der ist ausgeschlafen und die fahren dann auf deutschen und Schweizer Straßen, fährt sie dann Richtung Schweiz. Sie hat Vertrauen in den Bus, in den Fahrer, in das Wegenetz, sie fühlt sich wohl. Man kann sich das auch anders vorstellen, in anderen Ländern der Erde. Der Bus, eine totale Rostmühle, abgefahrene Reifen, verschmierte, verkratzte Scheibe, der Mechaniker geht kopfschüttelnd und fluchend weg. Und dann kommt der Fahrer, Augenringe bis zu den Knien, schmeißt ihm noch ein paar Tabletten rein und dann macht eine Bekreuzigung, heilige Jungfrau, stehen wir bei und dann rast er los. Unbefestigte Piste, Abhang geht runter. Wie viel Vertrauen hat man in den Bus, in den Fahrer und in die Wege? Wie wohl wird man sich da fühlen? Und ich glaube, das kann jeder im Alltag immer wieder nachprobieren. Vertrauen ist die Voraussetzung für Wohlbefinden. Und wenn ich mich wohlfühle, muss auch Vertrauen da sein. Und das brauchen wir nicht tausend Beispiele. Und das Gleiche ist halt im Dhamma genauso. Wenn ich überhaupt kein Vertrauen in die Lehre habe oder in die Leute, die um mich herum sind, im Kloster oder in einem Retreatzentrum, ich werde mich nicht wohlfühlen. Umgekehrt ist anders. Wenn ich mich wohlfühle, geht es nämlich weiter. Wenn genug Pamoccha vorhanden ist, ist die Bedingung gegeben für Piti. Und das ist Freude. Und das kenne ich von gewissen Leuten, die regelmäßig nach Ingolstadt kommen. Die haben Vertrauen an den Ort und an die Leute, fühlen sich wohl und dann kommt richtig Freude auf. Und manche Leute erleben das auch im Kloster oder wenn sie in einen Retreat gehen oder irgendwas. Man hat Vertrauen, man fühlt sich wohl, es kommt Freude auf. Das ist einfach nachvollziehbar. Und wenn genug Freude aufkommt, Piti, ist die Bedingung gegeben für Passati.
Prasadi kann man so als Stillung des Geistes nennen. Das ist dann vielleicht vergleichbar, wenn man so einen Grill oder einen Ofen anzündet, so einen Holzofen. Am Anfang brauche ich natürlich das Material, das muss auch trocken sein und dann muss ich es anzünden, dann lodern die Flammen auf. Aber dann regle ich die Sauerstoffzufuhr und dann mache ich eine ordentliche Glut, dann stillt sich das. Also dieses Auflodernde, die auflodernde Begeisterung und Freude legt sich. Kennt auch jeder, der auf einem Retreat gefahren ist. Man trifft Leute, freut sich, dass man wieder da ist, man richtet sich ein, aber irgendwann wird es dann still. Auch am Bergsteigen meinetwegen. Ja? Man hat Vertrauen in den Weg, man geht los, fühlt sich wohl, hat Freude dran, oh, und am Gipfel lodert es dann richtig auf. Aber wenn ich dann oben bin, dann beruhigt sich die Atmung, der Puls und alles wird ruhiger. Und wenn es genug Pamoja vorhanden ist, dann ist die Bedingung gegeben für Sukha. Und Sukha würde ich auch mit Glückseligkeit übersetzen, so strahlendes. Man ist ruhig, aber es ist so eine strahlende Freude, so pff, geht einem das Herz auf, sagt man immer. Ne? Man sitzt auf dem Gipfel, man weiß, 100 Meter unterhalb ist die Hütte, ich muss nicht mehr weit gehen, heute Nacht bleibe ich da, die Vergangenheit ist uninteressant, die Zukunft ist uninteressant, ich kann alles hier genießen, ich muss nicht immer die Aussicht ewig anschauen, ich kann die Augen zumachen, man strahlt einfach nur. Und einige von euch haben das vielleicht in der Praxis auch schon erlebt, dass man sich einfach gut fühlt, beruhigt ist und zwischendrin kommt man einfach so ein richtiges von Herzen, das, ich bin da, wo ich sein soll, ich mache das, was ich machen soll. Und wenn es genug Sukha vorhanden ist, dann und erst dann ist die Voraussetzung gegeben für Samadhi. Also von wegen Samadhi ist die Voraussetzung für Sukha und Pitti. Nein, umgekehrt. Pitti, Prasadi, Sukha ist die Voraussetzung für Samadhi. Jetzt mögen einige Leute einwenden, ja, aber Moment mal, also die Freude und Glückseligkeit in den Jhanas ist schon, also das ist ganz was Besonderes und Ding. Und jo, ja doch. Ich möchte nicht behaupten, dass ich ein Meister der Jhanas bin, aber ich habe auch schon ein bisschen was auf dem Kissen erlebt. Und man kann etwas erleben, was natürlich intensiver ist. Aber der Buddha beschreibt ja auch die Freude und Glückseligkeit von den Jhanas. Nicht irgendwas anderes von den Jhanas. Freude und Glückseligkeit. Und wenn natürlich die Hindernisse ganz weg sind, dann hat man das natürlich lupenrein. Aber ich möchte es vielleicht mal so machen, wie so eine Blüte, ja, die Blütenblätter. Ich habe Sada, Pamoja, Pitti, Prasadi und Sukha. Und das Ganze kann sich dann in den Jhanas entfalten, in seiner vollen Schönheit. Aber es ist auch nichts anderes. Es ist nur eine Frage der Intensität. Und das ist das Ende der Fahnenstange in vielen Religionen und wo halt dann nur noch die Intensität gesteigert wird, wo wir dann halt die Arupa-Jhanas auch noch erleben können, die Unio Mystica oder wie auch immer man das nennen möchte. Die Leute, die auch keine Ahnung vom Dhamma haben, landen dann vielleicht auf irgendwelchen Retreats mit irgendwelchen Methoden da und meinen, das ist es jetzt und versuchen halt immer wieder dahin zu kommen. Aber ich darf daran erinnern, es geht ja um Dukkha und die Auflösung von Dukkha. Und das ist die Startrampe, Dukkha. Es geht um Dukkha. Und dann ist natürlich klar, dass wir nicht da stehen bleiben, sondern dass wir diese Sammlung nutzen. Wobei ich bei der Gelegenheit mal hinweisen möchte, in der Lehrrede geht es um Samadhi, nicht um Samasamadhi. Ich werde vielleicht, wenn es rausgeht, nachher noch ein bisschen was zu Samadhi und Jhana sagen, wenn es passt. Aber lass mal diese Kette zu Ende gehen. Wir sind bei Sammlung. Und wenn jetzt hier die Voraussetzung gegeben ist, genug Sammlung, dann ist die Voraussetzung gegeben für etwas, was ein bisschen kompliziert klingt, Yathabhuta Nanadasana. Was aber nichts weiter heißt, als die Dinge so sehen, wie sie sind. Und wann sieht man die Dinge, wie sie sind? Wenn man sieht, wie sie bedingt in Erscheinung treten. Wenn wir also im Endeffekt Einsicht ins Bedingte entstehen kriegen. Und diese Einsicht, da bin ich auch mal bereit, das Wort Vipassana herzunehmen. Yathabhuta Nanadasana, Vipassana, Einsicht. Aber für mich ist halt Vipassana ein Resultat und keine Methode. Aber darüber kann man dann anderer Ansicht sein. Je nach Ausrichtung, was ich anschaue und wie gut meine Sammlung und meine Einsicht ist,
sehe ich halt dann Ausschnitte dieses bedingten Entstehens. Ich kann vielleicht dieses Reiz-Reaktionsschema mal so richtig deutlich sehen. Oder ich kann sehen, wie diese Sinnesreize bedingt entstehen und sich ständig verändern. Oder halt auch die Leidhaftigkeit dieses Sinneskontakts, dass es immer wieder zu nichts Besonderem führt, dass wir uns immer nur im Kreis drehen. Ich kann ja auch andere Aspekte des Dhammas dann sehen. Also zum Beispiel mal die Khandhas als Khandhas erleben. Und nicht nur als eine Theorie, sondern so, ah. Und dann vielleicht auch Khanda Upadana, also dieses Zusammenhaften. Das ist gar nicht so schwer, das mal wirklich zu erleben, zu sagen, boah, jetzt sehe ich, wie das so zusammenfällt, zusammenballt, dieses Ego. Also Dukkha mal erleben. Oder halt Sunyata im Idealfall. Also Aspekte von Nicht-Selbst, Anatta. Auch diese Geschichten von Anicca, Dukkha und Anatta mal wirklich sehen und erleben. Das ist die Folge von Samadhi, von Yatha, Buddha, Nanadasana. Also dass es Einsicht gibt und ich dann wirklich mal die Theorie aufhört, Theorie zu sein, sondern wirklich sagt, das ist Dukkha. Das ist Anicca, nicht so, ja, alles vergeht, sondern dass man mal wirklich sieht, wie sich das Ganze ständig umwälzt. Aha. Und wenn halt genug Einsicht in die Dinge vorhanden ist, dann ist die Bedingung gegeben für Nibbida. Das wird auch unterschiedlich übersetzt. Meine liebste Übersetzung ist Ernüchterung. Und zwar die Art von Ernüchterung, die man hat nach einem Rausch. So diese Sinnesrausch, das Berauschen an den Sinnesdingen. Und dann sieht man die Dinge mal, wie sie wirklich sind. Und es ist dann sehr ernüchternd, hat auch so eine Katerstimmung. Das muss man mögen. Ich weiß nicht, wer von euch Lemmy Kilminster kennt. Lemmy Kilminster ist 2017, glaube ich, gestorben. Er war Bassist, Leadsänger von Motorhead. Es waren einfach Jungs, die Lärm gemacht haben. Aber er hat einen wunderbaren Spruch mal von sich gegeben. Er hat gesagt, einen Kater kann nur der kriegen, der aufhört zu saufen. Also warum aufhören? Und das ist das Lebensmotto eines jeden Putujanas. Niemals aufhören, sich beim Sinnesdingen zu berauschen. Weil sonst kommt ja vielleicht diese Katerstimmung. Also mache ich ständig was. Essen, naschen, trinken, Fernseher an, Fernseher aus und Musik an, Musik aus, Internet und dann hier und da und dort, nur gar keine Ruhe. Nie Pause, nie innehalten, nie anschauen, weil sonst könnte ich ja mal sehen, dass das Ganze nicht so doll ist. Diese Ernüchterung, diesen Kater, der heißt, der sagt ja nicht, dass wir Sinnesglück jetzt nicht als Glück bezeichnen, sondern wir sehen halt genau diesen Ausschnitt und sagen, ja, das ist angenehm. Das ist Zucker wieder mal. Das ist Glück, das ist Freude. Aber zu welchem Preis? Was für ein Aufwand und welche Folgen? Und das ist halt das, was das Ernüchternde ist. Dass man auf diese Sinnesfreude, die ja Freude ist, nicht mehr reinfällt. Sondern das gesamte Paket, sie sagt, wie viel Zeit, Energie und Geld, was ja auch Zeit und Energie ist, ist notwendig, um wieder so viel Spaß zu haben, um was von Rattenschwanz an Elend zieht es wieder hinter sich her. Und wenn halt genug Ernüchterung nie wieder da ist, dann ist die Bedingung gegeben für Viraga, genau. Jetzt verlieren die Dinge an Reiz. Es kommt zur Entreizung. Oder wie man es auf Deutsch schön sagt, das juckt mich alles nicht mehr so sehr. Das heißt, der Reiz wird wahrgenommen, wir können ihn ganz klar erkennen, ja, das ist angenehm oder auch das ist unangenehm. Aber wir müssen jetzt nicht immer sofort sklavisch darauf reagieren. Oh, ist das angenehm, will ich haben, muss sein, mehr, mehr, mehr. Darf zumindest nicht nachlassen. Oder wenn es unangenehm ist, jetzt muss ich sofort Maßnahmen ergreifen, um es abzuschaffen. Sondern man kann einfach dabei bleiben, nüchtern und entreizt. Einfach mal die Dinge sehen und feststellen, naja, gut. Oder wie der Bhante Passana mal so schön gesagt hat, wie toll ist eigentlich toll? Also ich habe das schon mal in Bern in Ingolstadt, da in der Früh saust man mal hin zum Italiener und trinkt in der Früh ein Cappuccino und Cornetto und ist so schön im Sommer da. Ja, wenn man nicht genau hinschaut. Weil die Hektik im Hinfahren ist nicht lustig. Im Lokal ist es sehr laut. Draußen sind die Stühle ziemlich hart. Der Cappuccino ist
für meinen Geschmack hervorragend, aber wie groß ist der denn? In zwei, drei Schluck ist es weg, ein Cornetto, und dann, das sind ein paar Momente, die richtig schön sind. Aber das Rahmenpaket muss ich die ganze Zeit ausblenden. Wenn ich es nicht ausblende, naja, dann habe ich halt den Rest auch. Ich muss sagen, will ich eigentlich sonst nicht sehen, aber ich schaue jetzt mal hin. Oder ich denke an diesen Ausflug von der BGM, den wir mal gemacht haben. Spätherbst, Osterseen, wunderbares Wetter, Herbstwald in allen Farben, Alpenpanorama, Su-Shi-Shu. Das ist Blödsinn, der Ausflug war nicht schön, sondern der Ausflug wurde von manchen Personen zu bestimmten Zeiten als angenehm erlebt. Aber es waren auch ganz viele Zeiten dabei, wo manche Leute das nicht schön fanden. Den einen war der Weg zu kurz, den anderen zu lang, den einen war es im Wald zu schattig, den anderen in der Sonne zu heiß. Die einen mussten aufs Essen warten, den anderen hat das Essen nicht geschmeckt. Es war immer irgendwo für jeden etwas dabei, wo man sagt, naja, das war jetzt nicht so toll. Aber das blendet man mal aus, diese Scheuklappen. Wenn man das Ganze aber anschaut, sagt man, ja, angenehm, unangenehm, angenehm, unangenehm, immer im Wechsel. Es verliert halt seinen Reiz. Und ich muss dann eben nicht immer sofort was tun. Das heißt, die Folge von Viraga ist Vimutti, Befreiung. Befreiung von diesem sklavischen Reizreaktionsschema. Dieses Rumgehopse wie eine Marionette. Jeder Hans Wurst darf die Fäden ziehen und ich bin dann immer hoch erfreut oder todtraurig. Und dann schneidet man einfach die Fäden ab und dann kriegt man mal Freiheit mit. Machen wir es kurz. Vimutti, wenn die Befreiung vollständig ist, also absolute, totale, umfassende Befreiung, ist dann Kayenanam, das Wissen um die vollständige Befreiung, also die Arbeit ist getan, darüber hinaus gibt es nichts zu tun. Das ist dann Nibbana. So, das wäre jetzt mal auf die Schnelle der Weg, die abhängige Befreiung von Dukkha über Vertrauen, man kann aber auch über gesagt, Yoni so Manisikara, was reflektieren, Wohlbefinden, Freude, Stillung des Geistes, Glückseligkeit, Samadhi, Sammlung, Einblick in die Dinge, Ernüchterung, Entreizung, Befreiung, vollständige Befreiung. Soweit die Theorie, die ich hoffentlich soweit dargestellt habe, dass man es einigermaßen nachvollziehen kann. Jetzt möchte ich noch etwas dazu ergänzen. Das Ganze ist für mich keine Theorie, weil ich das Ganze bis Vimutti erlebe. Aber eben nicht vollständige Befreiung. Also bis zur Arahantschaft ist es meiner Ansicht nach schon noch ein Stück. Aber ich erlebe das. Das Ganze ist nicht eine Leiter, so, jetzt musst du das und dann so Biertragel schlichten, sondern das Ganze ist eine Pyramide. Ich werde immer mehr Vertrauen als Wohlbefinden haben. Und ich will immer mehr Wohlbefinden haben als Freude. Und ich habe nicht immer 1:1 alles, sondern es nimmt halt so ein bisschen ab. Und für mich ist es vielleicht so ein Bild, wie wenn man ein Erz oder so Streusalz irgendwie so fördert. Und vom Förderband fällt es dann auf den Boden und gibt dann so einen Haufen. Und der Haufen wächst am Anfang ziemlich schnell. Und ich glaube, das haben einige von euch auch schon erlebt. Das ist so, man kommt mit der Lehre in Berührung. Man hört die ersten Sachen, man macht die ersten Erfahrungen auf dem Kissen, in Retreats. Die spirituellen Flitterwochen. Das geht so richtig, da geht was los, man macht Fortschritte, da passiert was und neue Einblicke, neue Erkenntnisse. Aber wenn man halt immer weiter diesen Haufen anhäuft, dann wird man feststellen, der wächst nicht mehr so schnell. Ich brauche viel, viel mehr Material, um das abzustützen, dass es irgendwie langsam hochwächst. Und dann fällt irgendwie so ein Brocken drauf, dann sackt die Spitze wieder ein, aber das ändert am Fundament nichts. Das heißt, oben ist es schon dünn und es wächst auch sehr langsam. Und es sind dann diese Durststrecken, wo man das Gefühl hat, ja, tut sich da noch was? Aber es geht ja voran. Und wenn ich mir das anschaue, und ich bin mir sehr sicher, hier sitzen einige im Raum, die Vimutti auch kennen. Nicht nur, weil sie älter geworden sind und sagen, ja, nur ich kann nicht mehr so wie früher. Ich kann nicht mehr so viel essen und trinken und mir die Nächte um die Ohren hauen. Und deswegen mag ich es eh nicht mehr. Das ist ja eigentlich nur ein, es geht nicht mehr, also morgen ist nicht mehr. Das ist ja keine Entreizung, sondern wenn es denn gehen würde, dann würde man ja auch wieder ganz gerne. Deswegen sind ja auch vor allem die Herren der Schöpfung gar nicht an Viraga, sondern mehr an Viagra interessiert. Ja, klar, also wenn ich könnte, dann könnte ich schon wieder.
Aber ich denke, einige von euch haben tatsächlich diese Ernüchterung erlebt und dieses Gesamtpaket und sagen, ja, schon nett, aber so toll ist es auch wieder nicht. Und dieses, ja, es ist schon unangenehm oder ärgerlich, aber muss ich jetzt da 2 Wochen lang einen riesen Zirkus draus machen? Und das ist Vimutti. Es ist die Befreiung davon, nicht mehr so oft, so schnell, so lang und so intensiv auf irgendwas reagieren zu müssen, weil man gelernt hat, hinzuschauen, durchzuschauen und dann, ja, okay, aber den Käse kennen wir doch. Ist doch Gammelfleisch, wird da ständig neu eingetütet und das soll ich mich dann wieder dafür begeistern. Ist doch der gleiche Keks wie letztes Jahr. Der Modetanz heißt halt jetzt anders, das Modegetränk heißt halt jetzt anders, aber es ist doch nichts Neues. Wer von euch hat in den letzten Jahren was grundlegend Neues erlebt? Also ich nein. Es gibt nur Details. Aber die Grunderlebnisqualitäten sind immer die gleichen. Und das ist für mich sehr ernüchternd. Und meinen Kater habe ich schon hinter mir. Und da ich mich jetzt nicht mehr so arg berausche, ist es nicht so schlimm, nüchtern zu bleiben. Und deswegen erlebe ich auch immer öfter Befreiung. Und wenn ich das so mache, wie es hier beschrieben ist, und irgendwie habe ich es scheinbar so gemacht, weil ich das auch genau so erlebe, dann frage ich mich, wo kann das Schwierigkeit, wo kann das Problem in der Praxis sein? Es sei denn, ich habe natürlich entweder, wie es der Dieter mal sehr schön gesagt hat, sagen wir mal ungefähr, man schläft 8 Stunden, dann hat man 16 Stunden wache Zeit, dann kann ich dann vielleicht 1-2 Stunden am Tag ganz intensiv praktizieren, wer das überhaupt so oft und so lang macht. Wenn ich die restlichen 14-15 Stunden nichts mache, dann ruder ich halt 2 Stunden gegen den Strom und lasse mich wieder 14 Stunden treiben. Da braucht man sich jetzt nicht beschweren, dass man Schwierigkeiten in der Praxis hat, sondern dann würde ich sagen, es ist keine Praxis. Es ist halt so ein Warmhaltebetrieb. Ab und zu schaue ich mal wieder hin. Aber ansonsten ist dann höchstens das Problem, dass ich Erwartungen habe, die außerhalb meiner Reichweite liegen. Und deswegen möchte ich jetzt noch ganz kurz nochmal zurück zu Samadhi und Jhana, weil ja da meiner Ansicht nach ganz viele Leute immer so, keine rechte Sammlung und Jhana, alle haben Jhanas, nur ich nicht. Und also erstmal, ich beherrsche die Jhanas nicht. Ich kann nicht nach Belieben da reingehen und verweilen, wie ich möchte. Das ist für mich halt beherrschen, wenn ich sage, okay, setz mich hin und dann gehe ich dahin, bleib da, gehe ich dahin und dann gehe ich wieder raus. Ich habe gewisse Erfahrungen, gewisse Erlebnisse, aber ich habe das nicht so im Griff. Und das hat mich am Anfang auch immer gefuchst, weil man hört ja immer das Gleiche. Dann irgendein Meditationsobjekt und immer draufbleiben und dann irgendwann und dann wird der Atem ganz fein und dann irgendwann und zack und Jhana. Und das klappt nicht. Bin ich doof oder was? Und dann habe ich halt irgendwann mal festgestellt, dass es 2 Arten von Sammlung gibt. Habe ich schon mal vor vielen Jahren mal einen Vortrag gehalten, möchte es nochmal daran erinnern und vielleicht seht ihr euch da auch selber wieder. Also die 2 Arten heißt nicht, der eine hat entweder die oder, sondern es sind so Schwerpunkt. Und das eine ist diese statische Sammlung. Eben genau das. Ein Meditationsobjekt, Nasenspitze, Bauchdecke, Butto und da draufbleiben. Das ist so diese Sammlung eines Herzchirurgen, eines Uhrmachers, so ein Tierfotograf, der den ganz entscheidenden Moment nicht verpassen darf. Da draufbleiben. Ganz statisch, ganz still. Und da gibt es aber auch diese dynamische Sammlung, diese Konzentration, die zum Beispiel Busfahrer im Berufsverkehr, Pilot im Landeanflug oder Handballspieler im entscheidenden Pokalfinale. Diese Handballspieler sitzen ja nicht am Boden, haben den Ball in der Mitte und konzentrieren sich da, bis der Ball schwebt und sondern da geht es ja wild zu. Mitspieler, Gegenspieler, soll ich abgeben, soll ich werfen? Da ist keine Ruhe und trotzdem sind die hochkonzentriert. Die sind voll bei der Sache. Was ihr jetzt macht, ist eine tolle Mischung. Ihr hört mir zu. Also auch Konzentration. Aber ihr folgt meinem Gedankengang. Das ist dynamisch. Ich könnte auch einen statischen Dhamma-Vortrag halten. Könnte zum Beispiel 1 Stunde lang Dhamma. Das wäre vielleicht für manche Leute die Offenbarung. Nach 1 Stunde auf einmal so,
wie bei so einem Koan oder sowas. Wow. Aber für die meisten ist es eigentlich dann eher uninteressant. Und ich möchte es mal, diese beiden Arten von Sammlungen, auch bezüglich der Jhanas, vielleicht mal wieder bildlich darstellen. Das kann ich am besten halt, und einige können was damit anfangen. Diese statische Sammlung ist ungefähr so wie in einem Gebirge, im Gebirgstal. Da fließen so diese ganzen Bächle, bilden dann zusammen einen Fluss, der windet sich da so. Das sind die ganzen Einflüsse und die dann diesen Gedankenfluss so bilden. Der fließt irgendwo hin und macht, was er will. Und jetzt will man dem Einhalt gebieten, sagt Stopp. Also man baut eine Staumauer, das ist dann das Meditationsobjekt. Dieses Wort, dieses Körperteil oder was auch immer. Was ist die Folge? Das Wasser staut sich, sammelt sich, konzentriert sich, wird immer tiefer, eine Vertiefung. Und ich habe immer mehr Druck da unten. Und dann mache ich unten auf, hänge eine Turbine ran und das hat Energie. Und genauso wird es ja in vielen Retreats beschrieben. Meditationsobjekt, Sammlung und mit diesem kraftvollen, gesammelten Geist geht man dann rein und schaut sich irgendwas an. Das funktioniert bei vielen, die es können, die diese Bedingungen, diese Struktur, diese Geistige haben. Und wer das von euch kann, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, super. Ich kann es aber nicht, weil ich bin geistig sozusagen nicht im Gebirge verortet. Ich bin mehr so ein Flachländer. Norddeutsche Tiefebene. Was macht man jetzt, wenn man nicht so ein Hochgebirgstyp ist, der da so einen Riesenstausee aufbauen kann? Man kann natürlich dann seinen Dünkel pflegen und sagen, ja, die anderen, die sind ja so toll, diese Nonnen, die Mönch, und die haben alles an, sag mal, ich bin. Man kann aber auch mit dem Schmarrn aufhören und einfach das akzeptieren. Und sagen, okay, in der Ebene kann ich auch eine Mauer hinmachen, aber die wird sehr schnell überspült. Ich kann auch eine hohe Mauer hinmachen, aber der Fluss kann halt höchstens bis zum Ufer. Und was passiert dann? Er ufert aus. Und das kennen einige vielleicht. Man sitzt dran und will sich konzentrieren und dann geht's los, Papancha. Also, für mich ist es nicht unbekannt und ich kenne auch andere Leute, die dann irgendwie sagen, es ist furchtbar. Also wenn ich an die Anfangszeit denke, Atemzählen. Also über den Sinn und Unsinn des Atemzählens möchte ich jetzt nicht reden. Aber ich fand es dann ganz nett, was mein Geist damit alles gemacht hat. Er hat dann angefangen in römischen Ziffern und dann, was weiß ich, alles. Und in, also schlimm. Also es ufert halt aus. Es funktioniert so nicht. Was man aber trotzdem machen kann, ist mit Hilfe von Sati mitkriegen, wie ist der Geist, was macht er und worum geht's denn? Dhamma-Praxis, Dukkha und die Auflösung von Dukkha. Ich kann den Gedankenstrom kanalisieren. Ich kann schon aufpassen, dass der nicht rummeandert, aber ich halte ihn halt nicht auf, sondern ich leite ihn halt immer im Dhamma-Strom. Immer mit der Lehre Buddhas und dann leite ich ihn sozusagen unter Mühlrad durch. Dieses Mühlrad hat sicher nicht die Kraft einer Turbine von diesen Aufstautypen, aber mein Mühlrad kann den ganzen Tag laufen. Ich kann vom Aufstehen bis zum Bett gehen, da mal Praxis machen. Immer. Die Frage ist halt nur, je nachdem, wo ich bin, wie grob oder fein das Ganze ist. Also Beispiel Supermarkt. Haben wir ja vorhin gehabt, ich stehe an der Schlange, natürlich in der falschen, und dann geht der da vorne noch das Papier aus und jetzt kramt die dann auch ein Kleingeld noch und die andere weiß ihre PIN nicht und meine Tiefkühlpizza hat das Ablaufdatum schon erreicht und ich habe so einen Hals. Das ist ganz grob. Dukkha, ich mag's nicht. Hass, Gier, ich will gern draußen sein, ich will das hinter mir haben und die Verblendung zu glauben, dass ich dann glücklich bin, wenn ich jetzt schnell aus dem Supermarkt rauskomme, weil danach ist alles gut. Das ist ganz, ganz grobes Dhamma. Wirklich für Anfänger sollte sowas passieren, wo man einfach sagt, okay, jetzt hier hast du auf dem Präsentierteller Dukkha. Wenn man jetzt nicht ganz so im groben Modus ist, dann kann man zum Beispiel die übliche Frage, die ich immer anbiete, was ist das jetzt? Jetzt in diesem Moment. Kann ich irgendwas zu dieser Situation da sagen? Und dann sagt der Geist vielleicht, ja, ich stehe in der Schlange. So, Putuchana sagt, ja, ich stehe in der Schlange. Aber ich kann dann sagen, ja, Moment mal, Schlange. Was für eine Schlange?
kommt die her? Ist die zusammengerollt unter der Kasse? Wenn Kunden kommen, frisst die die und dann wird man ausgekackt? Wovon rede ich denn bitte, wenn ich von der Schlange rede? Das ist irgendwas, das mein Geist schafft. Da stehen vor mir Leute und hinter mir Leute. Die hinter mir interessieren mich sonst so nicht. Schlange. Dann wäre ich abkassiert, dann drehe ich mich um. Jetzt bin ich kein Teil der Schlange mehr. Ich war ein Sankara. Ich war ein Gestaltungsmerkmal dieser Schlange. Ich habe mit den anderen zusammen eine Schlange gebildet. Und jetzt bin ich raus. Jetzt ist die Schlange immer noch da, aber ich gehöre nicht mehr dazu. Und ich kann auch die anderen Schlangen anschauen. Und da stehen 5 Leute, hier stehen 6 Leute. Die Schlange, und jetzt werden die alle abkassiert, es sind andere Leute da. Was ist denn der Kern, das Wesen von dieser Schlange? Der ist es nicht, ich war es nicht. Anatta. Ich kann Anatta sehen. Was ist das Selbst von diesem komischen Konzept, das der Geist schafft? Ich rede von, oh, ich stehe in der Schlange, oh, ich stehe im Stau, oder da ist dies. Ich kann aber auch irgendwann mal dem Geist sozusagen aufs Maul schauen und sagen, wovon sprichst denn du eigentlich? Was ist es eigentlich, was du da meinst? Und dann kann ich die Lehre mal außen nachvollziehen, so grob. Dhamma, Sankaras, Anicca, Dukkha, Anatta, je nachdem. Und es tut nicht weh. Das kann man so anschauen. Aber ich sehe schon, was mein Geist so da draußen veranstaltet. Und diese Übung, die kann ich ja den ganzen Tag machen. Ich kann ja jeden Gedanken, jedes Erlebnis, was ich habe, in irgendeinem Aspekt des Dhamma angucken. Und wenn ich mir das angewöhne, immer wieder diesen analytischen Blick, also bei mir ist es halt Yonisomanasikara, schau genau, dann kriege ich immer wieder Einsicht, grobe Einsicht, etwas feinere Einsicht. Und wenn ich dann zu Hause auf dem Kissen sitze, dann kann ich ja die Methode dann mal etwas mutiger nach innen anwenden und dann sagen, ja okay, ich sitze jetzt hier, was heißt dieses Sitzen eigentlich genau? Körper sitzt so. Was heißt sitzen? Was ist Körper? Und dann kann ich ja genau den gleichen Modus anwenden und mir da mal was anschauen. Und feststellen, aha, ja, aber wovon rede ich denn da eigentlich? Was ist es, was ich da gerade mache? Oder auch Emotionen. Ärgere ich mich immer so über dies oder jenes? Schön, dann ist eben das jetzt gerade präsent im Geist. Ich ärgere mich. Warum mache ich das? Ist es angenehm? Muss ich das machen? Ich ärgere mich. Wer ärgert eigentlich wen? Es sind ja 2. Und auf einmal wird es total interessant. Das erste ist, dass der Ärger dann schon mal weg ist, weil wenn man den Ärger untersucht, die Untersuchung ist nicht ärgerlich. Und genauso kann ich das bei allem machen. Ich dusche mich. Also bevor er dann in der Dusche irgend so ein schizophrenen Schock kriegt oder sowas, dann einfach duschen, nicht drüber nachdenken. Aber man kann mal dann so fragen, wer ist der, der duscht und wer ist der, der geduscht wird? Was meine ich denn eigentlich damit? Was findet denn jetzt genau statt? Beim Zähneputzen, beim Kaffee trinken, beim Warten auf die U-Bahn. Ich kann von morgens bis abends da mal praktizieren. Das ist kein Problem. Und das heißt, mein Mühlrad läuft den ganzen Tag, 7 Tage die Woche und ich muss halt nicht immer die Bedingungen haben von absoluter Ruhe und Abgeschiedenheit und Jhana und anschließend muss ich praktiziere halt anders und dann kommt genau das raus, was ich euch geschildert habe. Irgendwann schaut man sich die Dinge genauer an, die verlieren ihren Reiz, erlebt ein großes Maß an Freiheit und bei mir ist die Freiheit deutlich anders als vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Das heißt, Theorie, Praxis, Anwendung der Praxis, Erleben der Praxis. Und wenn man denn dann mal bei bestimmten Bedingungen eine ganz besondere Sammlung zusammenkriegt, die auch sehr, sehr, sehr schön ist und sehr angenehm, jo, ist ja in Ordnung. Aber ich bin nicht abhängig davon. Ich sage, ja, erst wenn ich den richtigen Ort und den richtigen Lehrer habe und die Jhanas beherrsche, dann kann ich endlich mal anfangen zu praktizieren. Da kann man vielleicht noch lang warten. Aber was mir oft auffällt, ist, viele Leute wollen nicht mit ihrem Geist arbeiten, sondern mit dem Geist, den sie nicht haben. Also ich will erst auf dem Gipfel stehen, die Aussicht genießen und dann will ich mir Gedanken machen, wie ich darauf komme. Das funktioniert aber nicht. Ich muss halt mal mit dem arbeiten, was ist.
Wenn da Unruhe ist, dann arbeite ich mit der Unruhe. Wenn da Müdigkeit ist, arbeite ich mit der Müdigkeit. Wenn da was weiß ich ist, dann arbeite ich eben damit und untersuche das. Auch Freude, gerade wenn es einem gut geht. Das Schlimmste, was ich mal sehe, ist, wenn die Leute, wenn es ihnen scheiße geht, dann rennen sie auf die Retreats und dann wird praktiziert, auf Teufel komm raus. Wenn es ihnen gut geht, nö, ist ja kein Druck haben, brauche ich ja nichts machen. Und der Geist darf wieder machen, was er will und sich seine alten Gewohnheiten wieder zurückholen. Aber gerade wenn es einem gut geht, dann ist es interessant, das mal anzuschauen. Aber das wollen wir ja nicht. Wenn Cappuccino trinken soll ja nicht seinen Reiz verlieren. Und Konzert soll auch nicht seinen Reiz verlieren. Und die angenehmen Sachen sollen immer so bleiben, wie sie sind. Das Unangenehme wollen wir weghaben. Das habe ich mal einem Bekannten gesagt, du bist wie ein Typ, der sich eine Schaukel kauft und die zu Hause an die Wand schraubt. Dann sagt er, du meinst an die Tür. Nein, du schraubst ja an die Wand. Du musst immer so schaukeln. Das geht nicht. Du kannst die Schaukel zum Stillstand bringen. Aber wenn du immer, wenn es schön ist, voll ausschlägt, dann schlägt es halt auf der anderen Seite auch aus. Das heißt, ich muss immer alles anschauen. Und dann ist es auch irgendwann wurscht, ob es mir jetzt gut geht oder nicht und ob die, was weiß ich, welche Erlebnisse ich gerade habe oder tollen Einsichten oder nicht. Weil es geht ja immer nur um den gegenwärtigen Moment und einen anderen haben wir nicht. So, und ich denke, jetzt habe ich im Großen und Ganzen so ziemlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wir haben jetzt gar noch ein bisschen Zeit und könnt ihr eventuell das dann noch ergänzen oder kritisieren oder was auch immer. Aber ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es war wenigstens ein Satz oder ein Gedanke dabei, der für euch nützlich war. Ich würde ganz die Kette mit der Kette noch mal sagen. Also wenn du die so hältst, von oben nach unten, dann kann man sie ja umdrehen, dann muss sie auch wieder von oben nach unten halten. So. Jetzt habe ich so eine Fantasie, wenn man diese Kette am Anfang und am Ende zusammenkettet. Und wenn jetzt kann man sie ja aufmachen, also wenn das jetzt beweglich wäre, ist, und dann kann man wieder so eine Kette machen. Aber ist das, weil ich habe irgendwann mal gelesen, auch zu meinem Vortrag, du ja auch genannt hattest, dass man da an jeder Stelle immer wieder anfangen kann. Und dann und das Buch, was ich da gelesen habe, der hat ja gesagt, es geht immer nur los bei Unwissenheit. Du bist, hast ja immer alle gleichzeitig. Das ist ja nicht so, dass du... ja, dann ist ja eigentlich egal, an welcher Wiese. Ja, das Problem ist ja nur, was siehst du? Siehst du Avicca? Kannst du Avicca dich hinhocken und sagen, ich schaue mir jetzt Avicca an? Oder hast du schon mal versucht, Sankara oder Namarupa anzuschauen? Also, es ist möglich, aber es ist verdammt schwer. Und also, Dukkha kann ich anschauen, das erlebe ich jeden Moment. Und den Reizreaktionsschema kann ich auch anschauen. Aber bereits bei den sechs Sinnesgebieten, wenn man bei den Khandhas ist, wie schwierig das ist, die Khandhas mal als solche zu erleben. Khandha Upadana, dieses Zusammenballen zu dieser Ego-Geschichte, kann man auch erleben, muss man aber wirklich sich gezielt hingucken und mit einer Methode arbeiten, wo sich das anfängt aufzulösen, wo man das Ego mal in den Steiß tritt und dann die Gegenreaktion erlebst, dass du sagst, oh, wow, das ist ja krass. Das ist Khandha Upadana, wow. Aber das ist alles noch weit weg von Avicca. Avicca ist so eine Grundgröße, die ist eine der Grundgrößen im Universum, die elektromagnetische Anziehungskraft oder Gravitation. Das ist die Kraft, die seit anfangsloser Zeit dafür sorgt, dass wir da rumstrudeln. Also es ist jetzt nicht irgendwie was, wo man sagt, schau doch mal Avicca an, ist doch ein Schmarrn, oder? Ja, lass mal doch. Und dann, so einfach ist es nicht. Wenn man die Dreiteilung der Ursachen anschaut, Lopa, Dosa, Moha, Gier, Hass und Verblendung. Verblendung ist nicht Avicca, Verblendung ist die Folge von Avicca. Baut auf. Lopa, Dosa, Moha ist wie so ein Dreibein. Es sind ja immer, es ist ja nicht Gier oder Hass oder Verblendung, es sind ja immer alle drei. Die Frage ist halt nur, welches gerade im Vordergrund ist. Aber das Ganze hat ein Fundament. Und das ist Avicca. Und da kommen wir im Prinzip nicht ran. Es ist im Prinzip, wenn du zum Hause in den Keller gehst und dann meinetwegen die Bodenfliesen weghaust und dann hast du das Fundament da. Dann denkst du, da den Beton. Aber unten drunter der Bauplatz. Das ist Avicca. Da das Fundament, wo das Haus eigentlich draufsteht. Und da kommt man nicht so hin. Das heißt, Avicca ist immer mit dabei, wie alle anderen. Das ist ja, wie gesagt, wenn du dieses
buddhistische Lebensrad, das der René Meyer mal vorgestellt hat, da ist das ja auch außenrum so als Kreis dargestellt. Ob das jetzt als der Länge nach so rauf und runter, oder ob du sagst, ja, logischerweise ist ja Dukkha wieder das Futter für Avijja oder so. Also die Schlange beißt sich selber in den Schwanz. Das ist schon richtig. Nur die Frage ist, welchen Teil der Kette oder welchen Teil des Kreises kannst du denn sehen? Also wenn du sagst, Avijja unmittelbar, dann, wow, hier diese Kraft spüren, also sehen ist ja jetzt im übertragenen Sinne gemeint, aber echt mal erleben. Wow, dann wärst du natürlich unheimlich weit, weil dann bist du ja direkt an der Quelle. Also ich meine, wenn du da dann den Hahn abdrehen kannst, das sind wahrscheinlich diese Leute, die einen Vortrag vom Buddha gebraucht haben. Schau alles an. Hängt alles an der Avijja. Und durch. Erwacht. Oder die anderen Strom eintritt und dann haben sie sich zurückgezogen und nach wenigen Wochen waren sie Heilige. Also, wenn die Bedingungen entsprechend gegeben sind, mag das sein. Aber was ich halt feststelle, ist mit entsprechender Sammlung und entsprechendem Hinschauen, dass du halt immer Ausschnitte sehen kannst. Mal die ganze Kette zu sehen. Wirklich. Das ist ja eigentlich Stromeintritt. Mindestens. Also wirklich die ganze Nidana-Reihe siehst und durchschaust. Und, aha, das Ganze ist nur eine Show. Aber wir können ja zumindest um diese Show wissen. Wir haben, das ist ja wieder Sada, Vertrauen. Das Ganze, was wir erleben, ist bedingt entstanden. Und das Ganze ist so eine Kausalkette, die man verstehen kann. Und wenn man sie versteht, kann man auch gucken, was man damit anfangen kann. Und dann kann man das ganze Problem lösen. Und dieses rotierende Rad bricht dann die Streichen, das bricht dann alles zusammen. Das kann zu Ende kommen. Dieses Vertrauen hast du, auch ohne Avijja jetzt zu sehen. Sondern du merkst nur immer, ja, irgendwie ist schon. Du brauchst ja nur einfach anschauen, dass Gier und Hass. Und dahinter ist immer so diese Verblendung mit dabei. Verblendung zu sehen ist schon mal eine Herausforderung. Normalerweise, also Gier und Hass zu sehen, ist nicht so schwer. Aber lustig ist es dann, wenn Gier und Hass mal auf Sparflamme fährt und dann kommen diese Momente, wo man so wunschlos glücklich ist. Wo dann einige Herren so einen denkwürdigen Ausspruch gebracht haben und ich schaue in meinen Geist und da ist kein Dukkha. Das ist natürlich Blödsinn. Ich schaue in meinen Geist, ist die Definition von Dukkha. Ich, mein, Kanda Upadana, mein Geist, ich schaue da rein. Und was ich sehe, ist kein Dukkha Vedana. Ich will nichts. Stört dich was? Nö, alles gut. Brauchst du was? Nö, ich bin wunschlos glücklich. Man kann nur wunschlos glücklich sein. Gier, Hass auf Sparflamme. Wow, Jhana. Jhana ist Dukkha. Weil es bedingt entstanden ist. Alles, was bedingt entsteht, vergeht. Ist es beständig, ihr Mönche, oder nicht? Es ist unbeständig, Herr. Wenn es unbeständig ist, ist es dann zufriedenstellend oder leidhaft? Es ist leidhaft, oh Herr. Das wissen alle, aber sie vergessen es wieder. Jeder Moment unseres Daseins ist Dukkha, wenn man nicht erwacht ist. Auch der Anagami hat noch Dukkha. Immer. Weil immer diese Ego-Geschichte, immer aus der Ich-Perspektive. Und das dann mal sehen und sagen, ich will jetzt nichts, mich stört nichts, unglaubliche Frieden, unglaubliche Weite und dann ist halt ja den Treiber, jetzt ist Moha im Vordergrund, Verblendung. Weil das bleibt ja nicht, das ist ja bedingt entstanden, aber jetzt kann ich mal sehen, dieser Gleichmut, ist ja die Gefahr, wenn man das dritte Gefühl mal kennt und anschaut, dass die Gefahr im Schwelgen von diesem dritten Gefühl dazu führt, dass man die Verblendung fördert. Da rede ich mir seit Ewigkeiten den Mund fusseln, weil kein Mensch sich das dritte Gefühl anschauen will. Weil die Leute nicht Vedana anschauen, sondern Vedana Kanda. Das ist die Gesamtsumme. Und wenn sie Angenehmes und Unangenehmes die Waage hält, sagen sie, das ist neutral. Ja, das ist die Gesamtsumme. Aber das dritte Gefühl ist weder noch. Und es wird nicht neutral erlebt, sondern angenehm, wenn man es erkennt, und unangenehm, wenn man es nicht erkennt. Und da muss man genauer hinschauen. Und da ist so diese Verblendungsgeschichte im Vordergrund. Und das ist saumäßig schwer. Und da sind wir erst bei Moha, noch nicht bei Avijja. Aber du weißt, dass Avijja immer im Hintergrund mitläuft. Und du kriegst immer mehr so den Geschmack mit, dass du irgendwas immer so, irgendwas treibt immer. Irgendwas meint immer. Ich, das ist doch jetzt gut, oder nee, das ist nicht gut, oder... Das muss ich so.
diese ganz leichte Unruhe, die immer dabei ist, dieses auch wenn es sehr schön ist, dann ist ein bisschen die Angst dabei, hoffentlich bleibt es, wie lange bleibt es. Und das, dieses Vibrieren oder wie auch immer, es kommt von Avicii, da ist immer noch was da. Ja, das System, man ist immer im System und glaubt im System mit den Mitteln des Systems, das System zu verbessern. Man muss raus aus dem System. Das ist ja das, was ich gesagt habe, wo ich jetzt am nächsten Vortrag arbeite, diese Schwierigkeit, dass man mit einem stabilen Selbst das Selbst loswerden muss. Und das scheint ja zunächst ein Widerspruch zu sein. Das ist ja auch das, was der Tanisawa in dem einen Buch, das ich da mal so ein bisschen mit übersetzt habe, The Paradox of Being. Also dieses, alles was der mein, mir, mich, ich selbst ist ja Dukkha. Ich bin ist ein Stachel, ich war, ich werde sein und wie bin ich oder wie werde ich sein und bin ich überhaupt und alles, was mit dem Ego zu tun hat, das ist das Problem, das ist der Stachel, das Geschwür, das ist das Elend. Und dann sei dir selbst eine Insel, nimm zu dir selbst Zuflucht. Das ist ein Irrsinn. Ich soll zum Dukkha Zuflucht nehmen. Das ist eine tricky Nummer, weil da ist halt, wie gesagt, Avicii ist ja da im Hintergrund. Avicii wird gerne mit Unwissenheit übersetzt, aber ich finde, das greift viel zu kurz. Das ist ein Unwissenheitstrieb, die Unwissenheitskraft. Das ist wirklich wie Gravitation im Universum. Sobald du Masse hast, hast du auch Gravitation. Das ist so. Das ist grundlegend. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn der Buddha dann sagt, wir müssen nicht Avicca anschauen und Avicca erkennen und Avicca auflösen, sondern Dukkha und die Ursachen. Und wenn wir die Ursachen auflösen, dann sind wir bei Tanha. Und Tanha kann ich erleben. Lust nach Sinnesgier, ich will so sein, ich will etwas oder jemand sein oder so will ich nicht mehr sein. Das kotzt mich an. Das ist so offensichtlich, dass wir das wirklich sehen können und dass wir damit anfangen können zu arbeiten. Wenn man wirklich sieht, okay, Reiz-Reaktionsschema. Und wo führt das hin? Nirgendwo hin. Weil es kommt ja nichts rum. Du hast irgendwelche Freuden, aber wie lange bleiben die denn? Und das kann man sich ja anschauen, immer wieder anschauen, bis dann irgendwann mal der Moment kommt, wo es sich echt ankotzt. Und ich denke, oh, muss das denn sein? Und wenn es sich richtig ankotzt, dann kommt auch die Motivation, dass du sagst, Bruder hat gesagt, das muss nicht sein. Also irgendwie, was kann ich machen? Und dann ist halt die Frage, da sind wir wieder bei den Schwierigkeiten der Praxis, wie bist du gestrickt? Also mit welcher Methode versuchst du jetzt da rauszukommen? Ich fand es so schön, wenn wir es 2017, diese Anusatis, das sind 6 Betrachtungen für Haushälter, die bis zur vollkommenen Befreiung führen können. Aber irgendwelche Leute mühen sich seit Jahren mit Anapanasati ab. Oh, es klappt nicht. Welche Tetrade kommen? Wie weit kommst du denn? Wenn Tetraden und irgendwas und diese. Ich meine, wie weit werde ich kommen, wenn ich mich irgendwie abends mal eine halbe Stunde hinhocke oder am Wochenende mal eine Stunde? Das ist so, wie wenn ein Mensch einmal im Jahr einen Italienischkurs macht in Italien, eine Woche. Und 51 Wochen nichts. Nächstes Jahr fährt er wieder nach Italien. Er kann dann irgendwann mal nachfragen, wo das Klo ist und kann sich einen Cappuccino bestellen, aber er wird nie irgendein italienisches Buch lesen können. Und so ist halt dann die Dhamma-Praxis auch. Wenn ich mich mit völlig unsinnigen Methoden aufarbeite, wo ich dann sage, natürlich muss ich dem Zeit geben. Also so ich gehe auf ein Retreat und nach 14 Tagen muss das Ding in der Kiste sein. Das geht nicht. Aber wenn ich dann 1, 2, 3, 5 Jahre das Gleiche probiere und sage, irgendwie, dann lass doch gut sein, mach was anderes. Die Zeit läuft und die Zeit läuft nicht zu unserem Vorteil. Unsere Sanduhr rauscht durch und was nicht getan wurde, ist nicht getan. Und dann muss ich halt irgendwann mal umsatteln und sage, okay, dann dieses Riesenfahrrad ist mir zu groß, vielleicht nehme ich mal eine Nummer kleiner. Und auf einmal stellt man fest, ja, den Geist kennenlernen. Was macht dein Geist die ganze Zeit? Und wie tickt er, wie arbeitet er und was mache ich gerne? Weil da kommt man wieder bei dieser Kette. Wenn du keine Freude an der Sache hast, sondern immer nur dieses, ach okay, heute war es wieder nichts. Das ist irgendwann hochgradig frustriert. Ich finde es immer sehr ganz amüsant, eigentlich eher traurig, wenn so Leute so bei irgendwelchen Klöstern, man steht zusammen, hört so ein bisschen was, ah, da war ich auf einem Retreat und habe so eine schöne Meditation gehabt. Oder da habe ich gar keine ganz, ganz schlechte Meditation gehabt. Also die letzten 10, 15 Jahre
erinnere ich mich an keine einzige gute Meditation. Die letzten 10, 15 Jahre erinnere mich an keine einzige schlechte Meditation, weil ich diesen Begriff nicht so inflationär benutze, weil ich gut und schlecht in bezüglich Meditation überhaupt nicht verwenden kann. Entweder ich bin da und kriege mit, was gerade stattfindet, oder ich kriege es nicht mit. Aber ob das, was jetzt gerade stattfindet, angenehm oder unangenehm ist, das ist mir doch piep egal. Was hat das mit der Dhamma-Praxis zu tun? Oh, wenn es schön ist, ist schon, dann mache ich das. Wenn es schlecht ist, nicht. Ich möchte es vielleicht mal drastisch ausdrücken. Eine junge Frau, gut gewachsen, hat aber ganz furchtbaren Hautausschlag, Pickel. Also nicht so Pubertätspickel, sondern so fetteitrige, eklige Dinger. Die traut sich kaum noch auf die Straße, die leidet wie Hund. Und dann geht die zum Hautarzt. Hofft, der ist Dermatologe, der kann mir helfen. Ich ein Problem, der hilft mir. Und dann kommt die rein in den Behandlungsraum und der Arzt sitzt so dran, schaut die an. Ah! Große Güte, wie sehen Sie denn aus? Gehen Sie, gehen Sie! Sowas will ich nicht sehen, ich will schöne Haut sehen. Würdet ihr so jemand als Arzt bezeichnen? Wie gehen wir mit unserem Geist um? Wir haben Dukkha. Wir sind nicht erwacht. Jede Sekunde unseres Lebens ist Dukkha. Was wollen wir denn anders erleben auf dem Kissen als Dukkha? In welcher Form auch immer. Aber wenn es gerade mit dem Geist will ich nicht arbeiten. Nee, ich setze mich dann hin, wenn es mir gut geht. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich sage, oh, ich habe Schwierigkeiten in der Praxis. Ich kann nur mit dem Geist arbeiten, den ich habe und nicht mit dem, den ich gerne hätte. Und das war einer meiner Schlüsselmomente, wo ich dann irgendwann mal völlig befreit war von irgendwelchen Methoden und Geschichten, was andere machen und Jhanas und Anapanasati und sonst irgendwas. Das interessiert mich nicht. Vielleicht kommt es irgendwann, dass ich sage, ah, diese Methode, jetzt verstehe ich sie, jetzt kann ich sie nutzen. Aber ich fange mit dem an, was ich verstehen kann, was ich machen kann und dann geht es automatisch weiter, weil irgendwelche Sachen sind dann irgendwann so klar, so selbstverständlich, dass man ja automatisch weiterkommen möchte und sagt, aha, was ist das genau? Oder jetzt bleibe ich da mal sitzen und schaue mal dies an oder da hört man einen Vortrag und dann kommt dann dieses kleine Puzzleteil noch und man sagt, ach, so habe ich das noch nie betrachtet. Ah ja, und dann schaut man das wieder an. Theorie, Praxis, Theorie, Praxis. Und wenn ich mit der Lehre Buddhas und dann versteht man auch, ich nehme zu mir selbst Zuflucht. Ich habe ja nichts anderes als mich. Ich und das Dhamma. Was anderes haben wir nicht. Und dann gibt es auch keine Schwierigkeiten in der Praxis. Das Einzige, was halt ist, was ich ja gesagt habe, dieser Haufen, der wächst irgendwann sehr, sehr langsam. Und dann gibt es dann diese Durststrecken. Wie nennen das die christlichen Mystiker? Haben das so die lange, dunkle Nacht der Seele oder so heißt es. Das sind dann Polarnächte. Oder dann 200 Tage lang. Es ist ab und zu so eine kleine Belohnung wäre schon schön. Weil halt Dukkha nur Dukkha-Vedana ist und keine Sammlung und nichts funktioniert in dem Alltag. Schwappt es über einen drüber und ja, es gehört dazu. Und dann ist irgendwann mal wieder Ebbe und man kann sich sortieren und dann stellt man fest, in meiner ganzen Strampelei in dieser furchtbaren Zeit bin ich ja doch 3 Meter weitergekommen. Ah, oh. Also, wieso klappt das nicht, ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Das ist die einzige Frage ist halt, ob ich dann wirklich grundlegende Schwierigkeiten habe, psychischer Art, oder ob ich in irgendeiner Methode, mit der ich mal vorangekommen bin, es nicht weiterkomme und dann brauche ich halt jemanden, der auch die Methode benutzt und mir einen Ratschlag geben kann. Also das ist schon klar, dass man braucht seine edlen Weggefährten, man kommt allein nicht so gut voran. Das ist stimmt, sicher. Aber grundsätzlich, wenn man es da mal ansatzweise verstanden hat, kann man keine Schwierigkeiten damit haben. Außer die Ungeduld. Dauert es noch lang. Muss ein bisschen Mokhorn, Mokka Eis, Mokka Nibbana. Ja, noch etwas. Dann machen wir Feierabend. Kommt's gut heim. Gute Nacht, Benno.